Hey, da sind wir wieder bei einer neuen Folge Turmoil. Dies ist hier eine Nachvertonung, da ich das beim letzten Mal vergessen habe zu vertonen. Und daher mal schauen, was wir gemacht haben. Kampagne fortsetzen. Und da wollen wir mal gucken. Er hat einen Diamanten, 2% der Anteile, weil er uns beim letzten Mal überboten hat. So, mal gucken, ob wir jetzt uns eine Aktie holen können. So, ganz spannend. Ja, für wie viel schlagen wir zu? Für 13.000 haben wir uns 1% geholt. Sind dann bei 4% der Aktien. Wenn wir im Stall gucken, ob wir irgendwas Interessantes haben. Nee, Werkstatt auch nicht. Wir haben nämlich nur 37.000 gekostet. Geil. Naja. Ja, das sind keine tollen Angebote. Ja, und da er möchte den Diamanten haben, damit er uns zeigt, wo viel Öl vorhanden ist. Und das finde ich doch reichlich teuer. Das werden wir natürlich nicht unterstützen. Ja, das kann er gar nicht. Soll gar nicht so möglich sein. Bürgermeister-Tipps. Haben wir schon 10 von 10 uns angeschaut. Eine Fabrik. Ist auch ziemlich teuer. Und da waren wir zu dämlich und haben auf Stadt verlassen gedrückt. Da ist alles noch gleich. Wir gehen zur Landauktion hin und kaufen uns ein schönes Stückchen Land. Da oben waren zuletzt super schlecht, super wenig Öl gefunden. Dann mal schauen, welches Gebiet bekommt. Ja, und das für 2000 bekommt. Sehr schön. So, und wir wollen los. Doch sie sagt, wir dürfen nicht los, weil wir noch an der Auktion für die Aktien teilnehmen sollen. Und da verstehen wir erst, dass wir erst nach dem Verlassen der Stadt gespeichert wird. Also wenn man vom Ölbauen wiederkommt, wird gespeichert. Das war es dann auch. Versuchen wir den Preis von 13.000 vom letzten Mal zu unterbieten. Und halten den Zuschlag bei 9.700. Sehr schön. Oh, jetzt ist das Bohren-Symbol da und wir können anfangen, es zu suchen. So, unseren Wünschelheini wieder losschicken, dass er dort etwas findet. Wollen nochmal sehr hoffen, dass er was findet. Na, komm, such, 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 such. Na, komm da oder da. Dorthin. Ab geht's. So, also schön Ölverbindung setzen. Noch eins, das war. Da haben wir richtig Glück beim ersten Mal. Nur auf Öl gestoßen. Haben uns drei Ponys geholt. Warten jetzt, dass die Preise entsprechend steigen, sodass wir damit auch ordentlich wieder was anfangen können. Soll ja vernünftig sein. Wir wollen ja vernünftig damit arbeiten können. Ja, und dazu muss also. Wir gut Geld verdienen. Haben jetzt nochmal zwei zusätzliche Pferde geholt, dass wir jetzt schon bei 5 sind. Wir warten jetzt einfach nur noch darauf, dass der Preis steigt. Und wir dadurch dann ordentlich Kohle machen können, um weiter ausbauen zu können. Rechts ist er bei 69, links bei 54 und sieht was rechts steigt langsam auf 70 Cent schon. Links bleibt, oh, links war auch gerade geändert, auf 55 hoch. Aber steigt, also verändert sich ziemlich langsam. Nicht, dass wir hier noch Engpässe bekommen mit den beiden Ölfässern, die wir haben. Rechts sinkt wieder. Links steigt auch, ja, auf 62 hoch. Komm, links, Left Ink, Blau, gib Gas. Sorgt dafür, dass wir reich werden. Du schaffst das. Cent.
Go. So, das rechte Fass ist schon voll. Links steigt immer mehr die Kohle. 77, 78, komm, komm, komm. 79. Du schaffst das. 80, 81. Und unser linker Tank läuft bald voll. 87, 88, ich mache mich schon bereit. 89, 90 und drei Kutschen dorthin. Die anderen noch schön leer zapfen können. 93, 94, ja. Und den nächsten Wünschelheini losschicken. 97, alle zum Verkaufen schicken. Und die Ölmine ist leer. So, da, da. Wünschel Heinz hat wieder was gefunden. Sind links bei 99 Cent. Schaffen wir noch einen Dollar? Wir haben den Dollar geschafft. Sehr schön. Schicke noch einen Wünschel Heinz los. Hab gar nicht auf den Preis geguckt. Rechts haben wir 91. Auch da. Direkt was getroffen. War sehr gut, dass ich den Wünschel Heinz losgeschickt habe. Und er hat auch direkt was gefunden. Und wir sind zur Right Inc. gewechselt, weil die dort einen besseren Preis anbieten wie die Left Inc. So soll es das schließlich sein. Dort, wo wir am meisten Kohle verdienen, dort werden wir das Zeug auch verkaufen. Warum sollen wir denn uns mit weniger Kohle zu abfinden? Da hat der Wünschel eins was gefunden. Und schnell wir dort was finden werden. Tja. Keine Kohle mehr. Keine Kohle mehr. Wenn wir ein bisschen Öl verkaufen rechts. Da kommt wieder ordentlich was rein. Und den nächsten Wünschel Heinz losschicken. Er ist direkt wieder was gefunden. So darf es gerne weitergehen. So soll es gerne weitergehen. Wenn wir da schließlich reich werden. Genau, und da hat er jetzt links noch was gefunden, der Wünschel Heinz. Schauen wir, wie tief wir da jetzt müssen, um dort Öl zu finden. Rechts verkaufen wir dann für 95 Cent. Ah, sehr schön. Und direkt eine riesige Ader entdeckt. Wunderbar. Genau, und Verkauf gestoppt. Das dritte Lager vergrößert. Mir fehlen 6 Dollar, damit ich ein Pferd kaufen kann. Ich fasse es nicht. Das darf man so eigentlich gar nicht sehen, machen, wie auch immer. Dann müssen wir wieder warten, bis wir auch die Kohle machen. Ja, und da wollen wir mal gucken. Ja, wie sowas passiert. Was so wie passiert und so weshalb, warum und grundsätzlich. Und warum nicht? Und wieso doch? Ja, das bekommen wir alles hin. Preis rechts 30 Cent. Oh, sinkt weiter. Links sind wir bei 70 Cent. Wir haben 3 von 4 Öladern sind leer. Ja, der Wünschel Heinz hat da wieder eins gefunden bei der zweiten. Und mal gucken, ob wir da auch noch Öl wegkriegen. Ob wir hier das Öl komplett rausgefördert bekommen oder nicht. Was uns hier noch so erwarten wird. Da links 80 Cent, 81 Cent. Go, go, steig weiter, 82 Cent. Haben wir bald 2,5 Öltonnen voll. 85 Cent, wir haben 10 Pferdekutschen. 86, go, go. 87. 88. Komm, bleib liegen. 89. Los und left eng. 90. Left eng will nicht auf 90 Cent. Aber right eng gibt Gas. Right eng. 77, 78, 79, 80. 82, 83, 84, 85. Right Inc. Der Preis explodiert. 90 Cent. Und wir gehen zur Right Inc. und Left Inc. Da sinkt der Preis wieder. 1 Dollar haben wir. Sehr schön, er steigt weiter. 1,5 Dollar.
Wir machen wieder Kohle und wir gucken mal, was der Wünschelheinz uns also präsentiert. Schicken noch einen neuen los. Haben jetzt die Kutschen erstmal vergrößert, dass dort mehr Öl reinpasst. Rechts schön verkaufen. Und wir haben direkt das Öl gefunden. War auch gut, dass wir dort auf Stein gestoßen sind. Also kann man direkt ins Öl. So, der Wünschelheinz ist noch schön am Suchen. Da was gefunden. Hat immer 15 Pferde erhöht. 10 Pferde verkaufen. Für 1,20 Dollar. Da ist ein wunderbarer Preis. Mal gucken, ob dort noch Öl ist. Und den nächsten Wünschelheinz losschicken. Na, weil sobald so ein Wünschelheini aus der Karte rausrennt, noch jetzt jemand. Bohrer drauf, damit wir durch den Stein kommen. Oder er hat dann noch Öl gefunden. Da knapp vorbei. Öl mal gefunden. Mit Angebot. Da wollen wir mal gucken, ob dort noch das Öl wegkommt. Sehr gespannt, ob die Pferde wieder müssen. Vielleicht haben wir jetzt noch einen Wünschelhain hier unterwegs. Rechts habe ich wieder nicht mitbekommen, dass dort der Preis gesunken ist. Inzwischen viel zu billig geworden ist. Und ich habe dort beim linken Ölfeld irgendwie kein Ölfeld gefunden. Also beim linken Bohrturm kein Ölfeld gefunden. Das ist problematisch, was er schön sagt. Aber ich weiß nicht, was wir da machen sollen. Wir können da nichts machen. Mal links noch ein bisschen weiter runter bohren. Vielleicht finden wir ja dann noch was. So, da haben wir noch einen Wünschelheinz unterwegs. Öl können wir gerade nicht verkaufen, weil die Preise sind einfach zu schlecht. So wie es aussieht, läuft er gleich links aus dem Bild raus. Wir müssen bei dem rechten dann einfach nur noch gucken, ob wir da dann das Öl finden oder nicht finden oder doch finden oder wie finden oder warum finden oder wie auch immer. Da rennt er raus, der Wünschelheinz. Rennt er. Ja, er ist rausgerannt. Der Wünschelheinz ist nicht mehr bei uns. Das heißt, wir müssen nur noch dieses eine Ölfeld finden. Und dann haben wir alles. Jetzt ist nur eine große Frage. Wo ist dieses eine Ölfeld? Das ist ja, wie gesagt, nur ein Ölfeld. Kann nicht so schwer sein, ein einziges zu finden. Aber man sieht genau, wo er steht. Und jetzt ist die Frage... Wo ist hier das Öl? Warum steht er mitten drauf und wir sehen es nicht? Ist ja auch so eine Frage. Und unsere Öltonnen sind voll. Aber guckt euch das mal an, wie groß denn da der Unterschied ist. Von wo nach wo das Ganze denn geht. Da ist ja ein riesiger Unterschied. Ja, also der stand anderthalb Breiten daneben. Sagt, dass da ein Ölfeld ist, aber das stimmt ja gar nicht. Das kann man sich da laufen nicht mal so hundertprozentig verlassen, was so die Wünschelheinz einem anzeigen. Ja, das ist ganz schön traurig. Ja, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen. Wenn es so weitergeht, vielleicht gibt es ja noch einen Trick. Left Ink. Preis steigt. 90 Cent. Ja, alles verkaufen. Wir wollen schließlich reich werden und Kohle machen. So. Ich bin gespannt, ob das mit der Nachvertrone klappt, ob das alles synchron ist, ob das funktioniert. Also jetzt schon. Das bekommen wir schon hin. Ja, also das wird da schon klappen. Nicht klappen oder wie auch immer. So, jetzt ist Ölton 2 leer.
soll noch ganz linke leer gemacht werden und bei Left Ink jetzt $1,07 als Preis. Ja, und dass wir dann auch Glück haben, dass wir hier alles Öl gefunden haben. Das Öl verkaufen, wir haben nichts verschüttet. Es gibt ja nochmal schön so $3,000, wenn wir das vor Dezember beenden als Boni. Und das ist auch ein schöner Anreiz, dass alles gut klappt, so weitermachen können. So, und Left Ink sinkt und Right Ink steigt. Heißt, wir müssen jetzt wechseln zu Right Ink. Und genau in dem Moment ist das schön leer geworden. Da müssen wir jetzt nur noch unsere Wagen leer machen. Und dann haben wir das Ganze geschafft. Da ist noch ein bisschen was in dem Vorrat drin. Ja, so, wo will er noch hin? Ist da hinten noch was drin? Das hat den noch eben hin und her reiten. Gucken, dass er es abgeben kann. Dass es vor Dezember ist. Und dann ist alles in Ordnung. Genau. Das war's. Rückgängig machen. Level anhalten. Wir haben alles gemacht. Haben einen Gewinn von 25.000 gemacht. Sehr schön. Profit. Aber doppelt so viel wie die beiden, also wie alle drei zusammen. Und ich denke, das lässt sich gut sehen. Und damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.